Die schönsten Beweise der Riemannschen Vermutung. Für den Fall, dass Sie der YouTube-Algorithmus hier ausgesetzt hat oder Sie einfach nur den Titel interessant fanden, will ich lieber gleich mit einer Warnung anfangen. Der Titel ist ironisch gemeint und auch der Rest des Videos könnte Spuren von Ironie enthalten. Es wird heute nicht einmal einen einzigen Beweis der Riemannschen Vermutung geben, geschweige denn mehrere. Aber vermeintliche Beweise der Riemannschen Vermutung werden durchaus eine Rolle spielen. Worum geht es? Ich betreibe seit etwa 5 Jahren einen YouTube-Kanal zu mathematischen Themen, in dem Sie sich gerade befinden. Der Kanal ist moderat erfolgreich, insgesamt gut 13 Millionen Zugriffe seit Inbetriebnahme. Richtige YouTube-Stars machen das in einem Tag statt in 5 Jahren, aber für mich ist es viel. Es hat jedenfalls den Effekt, dass ich ziemlich häufig seltsame Zuschriften bekomme, weil manche Menschen in mir so eine Art mathematischen Briefkastenonkel sehen. Darüber habe ich in meinem letzten Video ein paar Worte gesagt und will das heute wie angekündigt anhand von Beispielen vertiefen. Mathematisch wird das nicht sehr ergiebig werden, aber ich hoffe, dass es unterhaltsam sein wird. Richtige Mathematik wird es auch irgendwann wieder in diesem Kanal geben, aber momentan ist ja ohnehin saure Gurkenzeit. Und außerdem sitze ich gerade an einem Buch und habe gar keine Zeit, ernsthafte Videos zu machen. Eigentlich habe ich auch keine Zeit, dieses Video zu machen, aber Sie sehen ja, ich mache es trotzdem. Und noch etwas Kontext, der regelmäßigen Zuschauern meines Kanals bekannt sein dürfte. Es gibt tausende von offenen mathematischen Fragen und ständig kommen neue hinzu. Meine Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten brauchen ja auch etwas, womit man die ganzen Doktoranden beschäftigen kann. Aus bestimmten Gründen sind jedoch einige dieser offenen Probleme besonders populär. Und über die gibt es in meinem Kanal Videos. Worum es da jeweils genau geht, werde ich deshalb hier nicht noch einmal wiederholen. Ich will aber kurz darauf eingehen, was sie so beliebt macht. Einmal gibt es die Probleme, die sich besonders einfach erklären lassen. Häufig verstehen schon Schüler in der Mittelstufe die Fragestellung. Dazu gehören viele Fragen, die mit Primzahlen zu tun haben, beispielsweise die Goldbachsche Vermutung oder die Vermutung, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. In diese Kategorie fällt außerdem auch die Kollatz-Vermutung. Faszinierend an diesen Fragen ist, dass sie alle seit langer Zeit, teilweise seit Jahrhunderten, unbeantwortet sind. Jemand, der die Antwort findet, würde sicher auf einen Schlag weltberühmt werden. Viele Menschen glauben nun, dass eine Antwort ähnlich einfach sein müsse wie die Frage. Das ist aber mit ziemlicher Sicherheit ein Irrtum. Als nächstes gibt es zwei ähnlich einfach zu formulierende Fragen, die aus den gleichen Gründen in den interessierten Kreisen populär sind und das schon lange waren. Der Vierfarbensatz und der große Satz von Fermat. Der Haken in diesem Fall ist, dass beide Probleme inzwischen gelöst sind, dass aber die Beweise sehr kompliziert sind. Der Vierfarbensatz ist sogar besonders speziell, weil es für den bisher nur Computerbeweise gibt. Hier denken auch viele, dass es eine Lösung geben müsse, die ähnlich einfach wie die Frage ist, die bloß bisher nicht gefunden wurde. Und schließlich gibt es die seit 1,5 Jahrhunderten ungelöste Riemannsche Vermutung. Die ist nicht so einfach zu formulieren. Ich würde behaupten, viele Menschen, die sich damit beschäftigen, haben die Frage nicht einmal richtig verstanden. Die Anziehungskraft der Riemannschen Vermutung besteht jedenfalls darin, dass sie erstens innerhalb der Mathematik als besonders wichtig gilt und dass zweitens auf sie ein Preisgeld von 1 Million Dollar ausgesetzt ist. Wie im Wilden Westen scharren da diverse Kopfgeldjäger mit den Hufen. The Big Five war eine verlockende Überschrift, aber es gibt noch andere offene Fragen, die das Heer der Amateure anziehen. Neben der Riemannschen Vermutung gibt es 6 andere sogenannte Millennium-Probleme, für deren Lösung es jeweils 1 Million gibt. Nur eines von denen ist bisher geklärt. 4 von den restlichen 6 fristen außerhalb der Mathematik ein Schattendasein, weil man sie Otto Normalverbraucher nicht mal so eben erklären kann. Aber das PNP-Problem halten viele Hobby-Mathematiker für machbar, weil man die Frage leidlich verstehen kann, wenn auch die Details etwas knifflig sind. Und dann gibt es noch die klassischen Konstruktionsprobleme der Antike. Die sind zwar seit langer Zeit geklärt, aber in gewissen Kreisen immer noch populär. Hier würde ich behaupten, dass schon talentierte Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe die Beweise verstehen könnten, wenn sie eine gute Einführung bekommen. Der Witz an diesen Problemen ist, dass die, die sich damit beschäftigen, diese Beweise nicht verstehen und einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie wahr sind. Sie wollen etwas erreichen, von dem schon lange klar ist, dass es nicht geht. Und sie wollen nicht akzeptieren, dass es nicht geht. Es scheint einfach zu verlockend zu sein, mit Zirkel und Lineal herumzufuhrwerken. Wie auch immer, damit sollten die Themen für den Rest des Videos grob umrissen sein. Ich werde so tun, als wüssten Sie genug von den hier aufgeführten Dingen, um den folgenden Ausführungen amüsiert zuzuhören. Falls dem nicht so sein sollte, müssen Sie sich meine alten Videos anschauen. Links dazu gibt's in der Videobeschreibung. Damit Sie sich rechtzeitig überlegen können, ob Sie dranbleiben sollten, fange ich mit einer Mail an, die gerade erst vor ein paar Tagen eingetroffen ist. Hallo Herr Weitz.
Sie haben ein sehr süffisantes Wesen und mich beschleicht irgendwie das Gefühl, dass Sie ein Freimaurer sind. Sind Sie ein Freimaurer? Gehören Sie zum Ring der selbsternannten Experten aus Politik, Wissenschaft und Medien, die der Bevölkerung tagtäglich Unsinn erzählt? Das war die ganze Mail. Abgesehen davon, dass sie immerhin mit freundlichen Grüßen beendet wurde und, was bei solchen Nachrichten eher die Ausnahme ist, nicht anonym war. Zunächst kurz etwas zur Formulierung. Entweder der Ring erzählt etwas oder die Experten erzählen etwas. Aber kümmern wir uns lieber um den Inhalt. Mir juckte es in den Fingern, folgendermaßen zu antworten. Ja, Sie haben recht. Aber da Sie es nun wissen, ist natürlich Ihr Leben in Gefahr. Ich habe dann aber lieber gar nicht zurückgeschrieben. Mit der Ironie ist das ja so eine Sache. Und wenn ich mit Nein antworte, dann beweist das ja auch nichts. Ist doch klar, dass ich alles leugne. Sie, liebe Zuschauer, sollten sich aber ernsthaft überlegen, ob der Absender dann nicht tatsächlich etwas aufgedeckt hat. Woher wissen Sie denn, ob die Ableitung des Sinus wirklich der Cosinus ist? Könnte es nicht sein, dass ich als selbsternannter Experte das nur behaupte, weil ich Teil einer Verschwörung bin? Ja, okay, das stand vielleicht in Ihrem Schulbuch. Aber wer produziert denn diese Schulbücher? Richtig, Politik, Wissenschaft und Medien. Da haben Sie es. Es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Und wenn Sie jetzt nicht abschalten, dann machen Sie das auf eigene Gefahr. Sie wurden gewarnt. Die erste Mail von vielen, die noch folgen sollten, kam im September 2017. Ich hatte im Mai mit Hilfe eines kleinen Programms über 1500 Mathe-Videos, die sich seit 2013 bei mir angesammelt hatten, auf einen Schlag hochgeladen. Unter dem Gesichtspunkt der Optimierung der Views war das natürlich selten dämlich. Ich hätte die alle nach und nach hochladen sollen. So lag dort nun eine vierstellige Anzahl von Videos rum und niemand schaute sich die an. An guten Tagen gab es 2 oder 3 Aufrufe pro Stunde. Wahrscheinlich waren das größtenteils meine eigenen Studierenden, auf deren Wunsch ich das ja gemacht hatte. Aber im September schlug dann der YouTube-Algorithmus zu. Keiner weiß genau, wie der funktioniert, wahrscheinlich nicht mal Google. Aber irgendwann entschied er sich offenbar, jedem, der nicht bei 3 auf den Bäumen war, meine damals bereits 9 Monate alte Weihnachtsvorlesung über die Riemannsche Vermutung aufzudrängen. Ich habe das erst gar nicht bemerkt, aber dann kamen, wie gesagt, die E-Mails. Nummer 1 kam von Herrn H. Wie bei der Freimaurer-Mail von vorhin werde ich auch weiterhin keinen Namen nennen. Ich will hier ja auch niemanden bloßstellen, sondern nur exemplarisch erzählen, was mir in den letzten Jahren widerfahren ist. Herr H. stellte sich als Bauingenieur vor und dürfte nach meinen Berechnungen beim Absenden der Mail 42 Jahre alt gewesen sein. Denken Sie über diese Zahl, was immer Sie wollen. Ein paar Dinge, die im Folgenden auffallen werden, zeichnen sich hier schon ab. Erstens sind die Absender solcher Mails meistens Männer. Zweitens sind es sehr oft Ingenieure oder zumindest Herrschaften aus dem MINT-Bereich. Und drittens, die Herren sind schon älter. Mit 42 Jahren ist Herr H. eher an der unteren Grenze. In der Regel sind das Leute in meinem fortgeschrittenen Alter oder sie sind sogar schon jenseits der Pensionsgrenze. Es wäre schön, wenn es gleich mit der Riemannschen Vermutung losgegangen wäre, aber Herrn H. ging es um den Vierfarbensatz. Den hatte er schon im Jahr 2000 bewiesen und sogar einer Fachzeitschrift seinen Beweis zugeschickt. Leider hatte die nicht geantwortet. Im Prinzip hatte Herr H. alles richtig gemacht und ich musste nun ausbaden, dass ihm damals nicht wenigstens eine vorgefertigte Standardantwort geschickt wurde. Herr H. hatte ein ordentlich formatiertes PDF mit seinem Beweis angehängt. Ein weiteres durchgehendes Thema ist, dass in solchen Texten am Anfang immer etwas über den Autor steht. Daher vielleicht an dieser Stelle ein Rat von mir, falls Sie mal einen Fachartikel schreiben wollen. Was Sie studiert haben, welchen Beruf Ihre Eltern hatten und wie lange Sie an Ihrem Beweis gearbeitet haben, will niemand wissen. Jedenfalls nicht die Redaktion einer Fachzeitschrift. Ihr Beweis wird nicht veröffentlicht werden, weil Sie eine schwere Kindheit hatten oder weil Sie seit 30 Jahren über das Problem nachdenken. Ihr Beweis wird nur dann veröffentlicht, wenn er a. korrekt ist und b. so geschrieben, dass man ihn verstehen kann. Auch blumige Formulierungen wie »Ich überlasse es den Mathematikern dieser Welt, darüber zu urteilen«, sollten Sie sich sparen. Hilfreich ist auch, wenn man sich darüber informiert, was schon bekannt ist. Ich lese mal vor. Meine Idee war, die Flächen als Punkte zu abstrahieren, da es auf ihre Form bei dem Problem nicht ankommt und ihre gemeinsamen Grenzen als Verbindungslinien zwischen den Punkten darzustellen. Dadurch kann das geometrische Problem anschaulich verallgemeinert werden. Wenn das wirklich seine eigene Idee war, dann ist das nicht dumm. Aber diese Idee hatten schon Menschen, die sich im 19. Jahrhundert mit der Frage beschäftigt haben. Man nennt das die graphentheoretische Formulierung. Und seit etwa 100 Jahren wird das Problem in Fachkreisen nur noch so formuliert. Ein Blick auf Wikipedia hätte gereicht, um das herauszubekommen. Und ein geometrisches Problem war das Vierfarbenproblem ohnehin noch nie.
Aber abgesehen davon war Herrn Haas Paper erfreulich klar formuliert. So klar, dass schon beim ersten Satz ersichtlich war, dass das alles nicht funktionieren konnte. Sollte man für eine Teilflächeneinfärbung mehr als 4 Farben benötigen, so müsste es einen Fall geben, in dem mindestens 5 Teilflächen miteinander, und zwar jede mit jeder, gemeinsame Grenzen haben. Wie sich herausstellt, baut der ganze Beweis auf dieser Idee auf. Aber wieso sollte sie stimmen? Für 3 Farben stimmt sie jedenfalls nicht. Für den hier gezeigten Graphen braucht man mehr als 3 Farben, obwohl es nicht mindestens 4 Knoten gibt, von denen jeder mit jedem durch eine Kante verbunden ist. Wenn das für 3 Farben nicht stimmt, warum sollte es dann für 4 stimmen, Herr H.? Und damit bricht im ersten Satz schon alles zusammen. Ein paar Tage später kam dann die Mail von Herrn E. Und nun bewegen wir uns erstmals im Dunstkreis der Riemannschen Vermutung, wie man schon am Betreff erkennen kann. Herr E. schreibt: Ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit recht fundamentalen Basisproblemen und habe einen wirklich, in Klammern wieso auch immer, neuen Ansatz entwickelt, der relativ viele Probleme betrifft, zum Teil wahrscheinlich auch die Zeta-Funktion. Wenn Sie das Wort Zeta-Funktion hören, dann klingeln natürlich die Ohren der Fans der Riemannschen Vermutung, aber zum Teil wahrscheinlich? Ja, was denn nun? Bevor ich weitermache, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich zeige hier erstens immer nur Auszüge aus Zuschriften, die ich bekommen habe. Und zweitens habe ich, abgesehen von Anonymisierungen und Hervorhebungen, alle folgenden Texte im Original belassen. Ich sage das deswegen, weil ich immer um Fehlerkorrekturen bitte. Wenn Ihnen also beispielsweise auffällt, dass Zeta-Funktion nicht aus 2 getrennten Wörtern besteht, dann können Sie ausnahmsweise auf eine Mail verzichten, weil ich das nicht so schreiben würde. Herr E. hat das so geschrieben. Ich schreibe beispielsweise auch Hundefutter nicht mit einem Leerzeichen zwischen Hunde und Futter, während zum Beispiel die Firma Frosta, aber lassen wir das lieber. Herr E. ist jedenfalls kein Spinner, sagt er, und weist auf seinen technischen Background hin. Dazu wiederhole ich noch einmal, dass Lösungen großer mathematischer Probleme fast immer von Menschen kommen, die einen technischen Background haben. Und ich kann auch mühelos eine Reihe von sehr fähigen Ingenieuren und Informatikern nennen, für die schon die Oberstufenmathematik ein Buch mit 7 Siegeln ist. Dass man irgendwas mit Technik macht, heißt nicht notwendig, dass man deswegen die Riemannsche Vermutung beweisen kann. Ich habe aber, neugieriger Mensch, der ich bin, den Link angeklickt, den Herr E. in seiner Mail hatte. Er ist technischer Betriebswirt. Okay. Ansonsten ganz nebenbei sieht, lieber Herr E., Ihre Website nicht nach besonders viel IT-Kompetenz aus. Würde ich in diesem Bereich jemanden suchen, dann wären Sie aufgrund dieser Referenz sicher nicht meine erste Wahl. Herr E. weiß zwar anscheinend nicht so genau, wie man Links setzt, aber man kann von seiner Website aus trotzdem eine andere Website finden, auf der er sein Universalmodell erklärt. Hier einen Auszug aus seiner Erklärung des Modells, den Sie sich bei Interesse bitte selbst durchlesen. Mit Kommata ist Herr E. etwas knauserig, aber der Anspruch ist dafür umso grandioser. Wir lesen auch, dass die wissenschaftliche Gemeinde im Gesamten das nicht leisten kann. Herr E., übernehmen Sie. Das Modell wird durch Blog-Einträge vorgestellt, die 2018 beginnen und mysteriöserweise im September 2020 enden. Als Beispiel hier in voller Länge einer der ersten Einträge, der den Titel Zähler kleiner größer Nenner hat. Tja, auf den ersten Blick ist der Zusammenhang zur Riemannschen Vermutung nicht zu erkennen, aber vielleicht habe ich auch etwas übersehen oder bin noch nicht erleuchtet genug. Außerdem entsprach das eben auch nicht der tatsächlichen Chronologie der Ereignisse, denn die schöne Website zum Universalmodell von Herrn E. gab es 2017 noch nicht. Die habe ich erst bei der Erstellung dieses Videos entdeckt. Ich habe mich damals allein aufgrund seiner Mail schweren Herzens entschieden, das Thema nicht weiter zu verfolgen. Es könnte eine von mehreren verpassten Gelegenheiten gewesen sein, die Millionen der Clay Foundation zu bekommen. Damit muss ich leben. Weil ich wohl schon etwas geahnt habe, habe ich recht früh eine Standardantwort formuliert, die ich in solchen Fällen verwende. In der weise ich höflich darauf hin, dass ich leider kein Experte für XY bin und nebenbei wegen diverser anderer Verpflichtungen auch schrecklich wenig Zeit habe. Meistens reicht das auch. Aber nicht immer. Falls Sie sich vorhin Sorgen gemacht haben, weil die Blog-Einträge Ende 2020 versiegten, Herr E. lebt und es geht ihm gut. Vor einem Monat kam nach 5 Jahren Funkstille plötzlich wieder eine Mail von ihm, die ich hier in voller Länge inklusive Anrede und Grußformel wiedergebe. Was Interessantes aus Mathe und Physik. Wer könnte da Nein sagen? Nur hartherzige Menschen wie ich. Bei Wiederholungstätern verzichte ich aus Nachhaltigkeitsgründen sogar auf das erneute Versenden der Standardantwort. Und dann blockiere ich Ihre E-Mail-Adresse. Sagte ich schon, dass ich hartherzig bin? Machen wir mit Riemann weiter, denn deswegen haben Sie das Video ja angeklickt, nicht wahr? Im Dezember 2017 schreibt mir Herr L.
Er hält sich nicht lange mit der Vorrede auf, sondern geht gleich in medias res. Er hat Strukturen in der Teilerfläche festgestellt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber zur Erläuterung befinden sich im Anhang zwei animierte GIFs. Aus Sicherheitsgründen, dazu gleich mehr, zeige ich davon hier nur eine Andeutung. Der mathematische Inhalt, den ich hier nicht wiedergebe, besteht aus 8 Zeilen mit vielen Ausrufezeichen und Fachbegriffen, die ich bisher nicht kannte. Danach geht's zur Sache. Lässt sich damit Riemann beweisen, fragt er mich. Ich bin ja laut Herrn Y. nur selbsternannter Experte, wenn überhaupt, aber lieber Herr L., ich würde mal vermuten, dass sich Riemann damit nicht beweisen lässt. In der Riemannschen Vermutung geht es um die Nullstellen einer komplexen Funktion. Da in ihren Ausführungen weder Funktionen noch komplexe Zahlen vorkommen, würde man unter einen Aufsatz im Deutschunterricht wohl Thema verfehlt schreiben. Da wir gerade dabei sind, mehr oder weniger alle Beweise der Riemannschen Vermutung, die mir bisher freundlicherweise zugesandt wurden, befassen sich mit Primzahlen und Teilbarkeit, scheuen aber die komplexen Zahlen wie der Teufel das Weihwasser. Mein Rat an die, die ebenfalls so eine Sensation in der Schublade haben, informieren Sie sich bitte noch einmal, was eigentlich die Frage ist. Riemannsche Vermutung heißt nicht irgendwas mit Primzahlen. Zurück zu Herrn L. Zu seiner großen Überraschung scheint er der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der Stand Dezember 2017 diese Erkenntnis bisher gemacht hat, gefolgt von vielen Ausrufezeichen. Tja, so ist das, wenn man ein Pionier ist. Oben auf dem Gipfel ist es einsam. Aber nur mal Interesse halber, woher wissen Sie eigentlich, dass das alles nicht bekannt ist? Es schließt sich das großzügige Angebot an, ich dürfe seine Gedanken in meine nächste Weihnachtsvorlesung einbauen. Leider, leider war die zu diesem Zeitpunkt schon fast fertig. Ansonsten übernehme ich natürlich immer gerne Resultate aus der aktuellen Forschung. Doch Spaß beiseite. Herr L. weist auf die Brisanz der Sache hin. Aus Sorge um die Sicherheit der RSA-Verschlüsselung hat er diese Dinge bisher zurückgehalten. Jetzt wissen Sie auch, warum ich es auf der vorherigen Folie bei Andeutungen belassen habe. Trotzdem noch eine Warnung. Danke für Ihr großes Vertrauen, aber schicken Sie solche sensitiven Informationen sicherheitshalber auch nicht mir. Vielleicht bin ich ja doch Freimaurer. Ich bin mir gerade selbst nicht mehr ganz sicher. Bisher scheint RSA aber noch sicher zu sein. Daher begeben wir uns nun in den Januar 2018. Ein weiterer Herr, dessen Nachname mit L anfängt. Zur Unterscheidung von Herrn L werde ich ihn L2 nennen. Die Mail schlägt wie eine Bombe ein. Erstens ein einfacher Beweis für den großen Fermatschen Satz und dann gleich dazu noch einer für die Riemannsche Vermutung. Mir stockt kurz der Atem. Diese Sensation stützt allerdings meine oft schon geäußerte Ansicht, dass in der Mathematik alles mit allem zusammenhängt. Kurz etwas zum Background von Herrn L2. Er ist Laienmathematiker, hat aber mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit gearbeitet. Bisher wurde er immer verachtet. Das wird sich aber nun hoffentlich durch die Mail an mich ändern, oder? Sie werden sich schon gedacht haben, dass es kein Happy End für Herrn L2 gibt. Ich habe ihm kalt lächelnd meine Standardmail geschickt. Anders als die meisten seiner Artgenossen antwortet er darauf am nächsten Tag und lässt mich wissen, es wäre ihm lediglich darum gegangen, dass ich die Existenz der Beweise zur Kenntnis nehme. Okay, Herr L2, ich teile Ihnen hiermit etwas verspätet mit, ich habe Sie zur Kenntnis genommen. Die leicht melodramatische Formulierung, dass Ihr Tun vergeblich war, hätten Sie sich sparen können. Anlässlich der Zusammenstellung dieses Videos habe ich mir den Beweis nun doch einmal angeschaut. Womit Herr L2 auf jeden Fall recht hat, der Zeitaufwand für eine Prüfung ist in der Tat recht gering. Da ich nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde und weil der Beweis auf einer öffentlich zugänglichen Website feilgeboten wird, die laut Besucherzähler bereits 142 Menschen gesehen haben, ich habe mir diese Zahlen nicht ausgedacht, halte ich es für legal, den vollständigen Beweis hier zu reproduzieren. Ich weise darauf hin, dass er nicht von mir ist. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe ihn aber mit aller gebotenen Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit abgetippt. Sollte zufällig jemand vom Clay Mathematics Institute dieses Video sehen, so können Sie aber trotzdem die Million auch mir überweisen. Ich werde sie dann weiterleiten. Gezeigt wird von Herrn L2 übrigens nur der Beweis der Riemannschen Vermutung. Ich nehme an, dass der einfache Beweis des großen Satzes von Fermat dem Betrachter als Hausaufgabe überlassen wird. Auf der Website findet man auch noch interessante Informationen über die Zahl 666 und die Cheops-Pyramide, aber das würde uns zu weit vom Thema wegführen. Vielleicht ein anderes Mal. Es war fast zu vermuten, dass für jemanden, der Riemann und Fermat bezwingen kann, auch Kollatz keine unüberwindbare Hürde ist. Es hat allerdings ein bisschen gedauert, nämlich bis zum Oktober 2021. Hier der Beweis der Kollatz-Vermutung durch Herrn L2 in zwei Sätzen. Aber zurück zu Riemann. Ein weiterer eifriger Forscher im Reich der Primzahlen ist Herr F. Bereits Mitte 2019 konnte er auf stolze anderthalb Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken.
Bemerkenswert übrigens seine Anmerkung, dass er das gemeinsam mit seiner Freundin macht. Unter allen Zuschriften dieser Art, die ich über die Jahre erhalten habe, ist das die einzige, die nicht von einem Einzelkämpfer kommt. Nun aber zum Anliegen der beiden, das ich kurz folgendermaßen zusammenfasse. Kann man die Riemannsche Vermutung auch beweisen, wenn man sie nicht verstanden hat, weil man nicht weiß, was komplexe Zahlen, Reihen und analytische Fortsetzungen sind? Da muss ich Sie leider enttäuschen, Herr F. Ich glaube, das geht nicht. Ich bin aber kein Experte, höchstens ein Selbsternannter. Andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass ich in diesem Kanal, sofern es um Mathematik geht, keine Meinung äußere. Da müssen Sie etwas falsch verstanden haben. Letzte Frage. Wäre eine Formel für eine exakte Berechnung der Primzahlanzahl bis zu einer variablen Größe ein nicht-mathematischer Beweis? Nein. Aber eine mathematische Sensation. Ich konnte damals der Versuchung widerstehen, nach Details zu fragen. Wenn ich mir aber heute vorstelle, dass Herr F. und seine Freundin bereits vor 3 Jahren gemütlich Erdnüsse knabbernd so eine Formel gefunden haben und dass das außer den beiden niemand weiß, dann frage ich mich doch manchmal, ob ich nicht neugieriger sein sollte. Aber jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, noch einmal nachzuhaken. Kommen wir zu Herrn T. Er fühlt sich etwas unwohl wegen der ganzen Sache, überwindet sich dann jedoch und schreibt mir, weil er nicht mehr ein noch aus wusste. Der springende Punkt ist, bis vor wenigen Wochen hatte Herr T. noch nie etwas von der Riemannschen Vermutung gehört. Erst mein Video hat ihn auf die Spur gesetzt. Und nun, zack, hat er das Problem gelöst. Sensationell. In ein paar Wochen von 0 auf 100. Dagegen sind angebliche Genies wie Gauss und Galois Waisenknaben. Und ich bin ein bisschen stolz, weil ich mit meinem Video quasi den Geburtshelfer spielen durfte. Aber Moment, nun will sich Herr T. mit mir treffen. Er kann die Idee nur mündlich vortragen, weil es noch zu früh ist, sie aufzuschreiben. Sie ahnen vielleicht schon, dass ich abgelehnt habe. Nicht nur bin ich ein eher schüchterner Mensch, ich möchte auch die Bürde nicht tragen, als einziger Mensch außer Herrn T. die Lösung dieses Menschheitsrätsels zu kennen. Wenn er sich schon unwohl damit fühlt, wie soll es mir dann erst gehen? Am Ende seiner Mail bittet mich Herr T. um Vertraulichkeit. Sie sehen aber hier, dass man sich in dieser Hinsicht auf mich altes Waschweib nicht verlassen kann. Kaum sind 2 Jahre ins Land gegangen, schon posaune ich die Sache heraus. Als Entschuldigung kann ich nur anführen, dass bisher keine der größeren Zeitungen über die Sache berichtet hat. Und ich weiß ja auch keine Details. Nur eben, dass es in einer deutschen Stadt, die mit D anfängt, so viel sei verraten, jemanden gibt, der die Riemannsche Vermutung geknackt hat. Nur 4 Tage später erhielt ich eine sehr ähnliche Mail. Auch hier war offenbar mein Riemann-Video der Auslöser für ein großes Ereignis. Anders als bei Herrn T. wissen wir aber nicht, wie lange Herr S. an der Sache geknobelt hat. Er hat jedenfalls die Riemannsche Vermutung bewiesen. Er spricht zwar anfangs noch ganz bescheiden von der Vermutung, die Vermutung bewiesen zu haben, aber ein paar Sätze später wird er dann doch Forscher. Er ist der Meinung, die Anforderungen für die Million zu erfüllen. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass er nicht einfach ein Halb hinschreibt, sondern in seiner Mail alle Nachkommastellen von 0,5 aufführt. Nun braucht er allerdings einen kompetenten Mathematiker, der ihm hilft. Und er scheint mich zu meinen, wahrscheinlich aus Dankbarkeit für das Video. Die Versuchung ist groß. Aber ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weil ich ja gerade erst Herrn T. abgesagt habe. Ich schicke Herrn S. also meine Standardantwort und drücke ihm die Daumen, dass es außer mir noch andere kompetente Mathematiker gibt, die ihm helfen können. Das mit dem Geld ist natürlich schade. Mit dem Eigenheim wird das wohl nichts mehr werden. Der Februar 2020 ist in Sachen Riemann ein ertragreicher Monat. Kurz vor Toresschluss meldet sich ein weiterer Herr H. Es besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr mit dem ersten H, weil dieser hier Doktor ist. Für was, weiß ich allerdings nicht. Aus seiner Mail schließe ich jedoch, dass er wohl kein Germanist ist. Er kommt mit einer revolutionären neuen Idee, die garantiert noch kein Mensch auf dieser Welt gehabt hat und unterstreicht die Ernsthaftigkeit seines Anliegens mit einer handschriftlichen Skizze. Ich will schon begeistert antworten, da stelle ich an der Anrede fest, dass ich wohl gar nicht gemeint war. Bringt ja auch gar nichts, weil T und S das Problem bereits unter sich ausmachen. Oder gibt es noch mehr Konkurrenz? Anfang März schreibt mir Herr S2. Inzwischen glaube ich fast, dass mein Video Superkräfte hat, denn auch Herr S2 kann die Riemannsche Vermutung nach Betrachten des Videos beweisen, obwohl er es dazu, wie er eingestehen muss, mehrfach anschauen musste. Dafür hat das Video ihm aber auch noch tiefere Einblicke in die Chaostheorie geliefert. Das grenzt nun wirklich an Zauberei, weil die in dem Video gar nicht vorkommt. Aber egal. Kommen wir zu den wichtigen Dingen. Während andere mir Geld bieten, bietet Herr S2 mir Ruhm. Auch irgendwie verlockend, aber ich bleibe standhaft und die Standardantwort geht raus. Zur Abwechslung mal jemand, nämlich Herr K., der die Riemannsche Vermutung noch nicht gelöst hat. Er hat aber im Dezember 2020 eine clevere Idee, die ich hiermit für ihn publiziere.
Bei Interesse und wenn Sie Verwendung für 1 Million Dollar haben, zum Beispiel für die Begleichung der Heizkosten, halten Sie bitte das Video an. Die dickköpfigen professionellen Mathematiker werden Ihnen wahrscheinlich sagen, dass die Quadratwurzeln von komplexen Zahlen einfach wieder komplexe Zahlen sind, aber lassen Sie sich davon nicht beirren. Man muss auch mal neue Wege gehen. Jetzt muss ich doch an das H einen Index hängen. Anfang 2021 hat Herr H2 offenbar eine Formel für die Anzahl der Primzahlen entwickelt, weil er pandemie-leerzeichenbedingt viel Zeit hatte. Er kann nicht wissen, dass Herr F. und seine Freunde diese Formel schon lange vor ihm entdeckt haben. Oder hat H2 eine andere? Ich weiß es nicht, weil er sie mir nicht sagt. Er fällt gleich mit der Tür ins Haus und fragt, wie es mit der Kohle ist. Sorry, aber so nicht. Wie Carl Gustav Jacobi so schön sagte, ist das einzige Ziel der Wissenschaft die Ehre des menschlichen Geistes und eben nicht, werter Herr H2, der schnöde Mammon. Überhaupt nicht ums Geld geht es hingegen Frau G., die durch YouTube auf mich aufmerksam geworden ist. Ja, Sie haben richtig gehört, Frau G., und damit kommt gleich frischer Wind ins Spiel. Ich hatte ja bis dahin geschworen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Mathematik gibt, aber vielleicht muss ich umdenken. Frau G. hat nämlich Impulse zu den Zahlen erhalten und dadurch hat sie nebenbei herausgefunden, wie sich die Primzahlen recht einfach berechnen lassen. Man braucht eigentlich nur Excel. Da hätte nun wirklich auch einer der Herren der Schöpfung drauf kommen können. Und stichpunktartig überprüft ist das auch alles schon. Frau G. hat Menschen wie mir gegenüber den Vorteil, dass sie, wie sie selbst sagt, einen ganz anderen Ansatz und eine ganz andere Denkstruktur als wir hat. Ganz verstanden habe ich es nicht, aber es hängt mit energetischer Arbeit und Strukturen zusammen. Daher kommen wohl auch die Impulse, von denen sie sprach, denn in der Mathematik geht es ja auch um Strukturen. Wie auch immer, Frau G. beschließt ihre Mail mit der Bitte um Hilfe, weil, Zitat, die Berechnungen langsam ihre Kapazitäten übersteigen. Aber Sie kennen mich ja, von mir gibt's nur die gnadenlose Standardantwort. Soll ich etwa einer Frau helfen, uns Männer zu überflügeln? Für die Antwort auf meine Antwort braucht die energetisch geladene Frau G. nur wenige Minuten. Wahrscheinlich war das ohnehin nur ein Test, den ich nicht bestanden habe. Sie braucht nämlich, wie sie mir nun offenbart, gar keinen Mathematikprofessor. Das habe ich nun von meiner Arroganz. Irgendwie ist es dann doch schade, dass es mit uns nichts geworden ist. Zurück zu den Männern. Am Neujahrstag 2022 erreichte mich eine Nachricht von Dr. W., von dem ich leider auch nicht weiß, in welchem Fach er promoviert hat. Er weiß aber auf jeden Fall Dinge, die ich nicht weiß. Er hat selbst nicht die Riemannsche Vermutung gelöst, da er offenbar wichtigere Dinge zu tun hat, will das aber nun mir auftragen, wenn ich das richtig verstehe. Aber ich verstehe eigentlich gar nichts, weil ich weder von Materieformation eine Ahnung habe, noch dem Bild etwas entnehmen kann. Ich gebe den Forschungsauftrag aber hiermit an die Allgemeinheit weiter. Ich hoffe, das ist im Sinne der Wissenschaft und auch von Dr. W. Erfreulicherweise bringt im Februar erneut eine Frau etwas Licht in die Sache. Sie geht das Ganze grafisch an und hat einfach ein Standbild aus meinem Riemann-Video übermalt. Vielleicht halten Sie mal kurz das Video an und lesen Sie sich durch, wie genau das gemeint ist. Falls Sie nicht alles verstanden haben, dann ist das kein Wunder. Aus Platzgründen fehlte noch das hier. Nun sollte aber hoffentlich alles klar sein. Es ist wie schon bei Dr. W. kein vollständiger Beweis der Riemannschen Vermutung, aber man kann sicher darauf aufbauen. Nur ich leider nicht, denn ich muss ja die ganze Zeit E-Mails lesen. Als ich am Anfang sagte, dass Frauen beim Bearbeiten der wirklich wichtigen Fragen der Mathematik unterrepräsentiert sind, war das schon ernst gemeint. Jetzt kommt aber mit Frau S. bereits die dritte Frau und sie glauben mir nicht mehr. Es liegt jedoch lediglich daran, dass ich Ihnen erstens nur eine Auswahl zeige und dass zweitens Frauen sich offenbar besonders zur Riemannschen Vermutung hingezogen fühlen. Zu Kollatz, Fermat und vielen anderen Dingen habe ich bisher nur Zuschriften von Männern bekommen. Und zu Riemann auch noch mehr, als ich Ihnen heute zeige. Es liegt aber nicht etwa an der hohen Belohnung, dass gerade diese Frage die weibliche Hälfte der Bevölkerung anzieht. Frau S. jedenfalls, übrigens Germanistin, überlässt mir großzügig den Preis für den Fall, dass sie das Rätsel gelöst hat. Als echte Wissenschaftlerin ist sie nur am Erkenntnisgewinn interessiert. Darum lasse ich mich dieses Mal auch erweichen, schicke nicht gleich meinen Standardtext, sondern frage nach, was sie denn mit dieser Richt- und Stützvektorengeschichte meint. Die Punktrichtungsform vielleicht? Ja, die meint sie. Frauen sind manchmal einfach praktischer veranlagt als Männer. Mit diesem Ansatz könnte man offenbar die Riemann-Hypothese mit Mitteln beweisen, die zum Schulstoff gehören. Und dass dieser selbstlose Hinweis mich genau am Pi-Day erreichte, ist sicher ein Zeichen von ganz oben. Auch das überlasse ich generös zur weiteren Verwendung Ihnen, liebe Zuschauer. Sollte einer oder eine von Ihnen damit die Million abstauben, dann denken Sie aber bitte an Frau S., von der die zugrunde liegende Idee stammt. Überweisen Sie mir einen angemessenen Teil des Preisgelds, ich leite das dann weiter. Jetzt mal wieder ein Mann.
Herr O. hatte versucht, mich telefonisch zu erreichen. Zum Glück ohne Erfolg. Ich telefoniere ohnehin nicht gerne und Cold Calls mag ich gar nicht. Während der Anfangsphase von Corona musste ich aus verschiedenen Gründen mein Bürotelefon in mein Homeoffice weiterleiten und war dadurch eine Zeit lang quasi immer erreichbar. Da hat mich einmal jemand erwischt, der die PNP-Vermutung bewiesen hatte und von mir wissen wollte, wie er seinen Beweis patentieren lassen kann, wie er am schnellsten an die Million kommt und ob da nicht noch viel mehr als eine Million drin sein müsste. Meine Frau attestiert mir, dass ich am Telefon sehr unfreundlich sein kann, wenn ich will, aber es hat nichts genützt. Der Mann hat mir ein Ohr abgekaut. Und als ich dann irgendwann einfach aufgelegt habe, hat er sogar nochmal angerufen. Nach meiner Erinnerung bin ich dann richtig sauer geworden. Mit Herrn O. hatte ich jedenfalls telefonisch nicht das Vergnügen. Er schreibt, er wolle sich seine Theorie bezüglich der Riemann-Hypothese von einer öffentlichen Institution bestätigen lassen. Nun bin ich zwar Beamter, aber wie eine Institution fühle ich mich nicht. Und für offizielle Bestätigungen sind doch wohl eher Standesämter zuständig, oder? Ich habe jedenfalls meine Standardantwort auf den Weg geschickt. Erst nach Erhalt derselben rückt Herr O. mit der ganzen Wahrheit heraus. Er wollte eigentlich den Erfolg mit mir teilen. Ja, hätte er das doch gleich gesagt. Zumal er, wie er versichert, sich seiner Sache zu 1000% sicher ist. Tja, wieder eine Chance verpasst. Herr O. hat keinen Zweifel daran, dass er jemanden anderen finden wird. Seitdem schaue ich jeden Tag zuerst in den Mathematikteil der Tageszeitung und warte auf Vollzug. Es könnte aber auch sein, dass Herr O. sich getäuscht hat. Den Schlusspunkt unter das Thema Riemann, zumindest für heute, setzte wieder eine Frau, und zwar Frau G2, vor ein paar Wochen. Die Mail fing nach der Anrede unvermittelt mit der Formel an, die Sie hier sehen. Dann folgten seitenlange Beispielrechnungen. Nur war die ganze Zeit nicht klar, was da eigentlich berechnet wird. Zum Glück interessieren mich Zahlen nicht so sehr. Also habe ich einfach weiter gescrollt, bis wieder Text kam. Und da stand dann des Rätsels Lösung. Mit der Formel kann man Produkte in ihre Primfaktoren zerlegen. Wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir uns erneut Sorgen um die Sicherheit der RSA-Verschlüsselung machen. Aber wenn Sie bis jetzt durchgehalten haben, dann zähle ich Sie zum Kreis der Personen, denen man so etwas anvertrauen kann. Außerdem war das ohnehin nur als Einführung gedacht. Erst ganz am Ende im PS lässt Frau G2 die Katze aus dem Sack. Die Riemannsche Vermutung ist falsch. All die Beweise, die wir vorher gesehen haben, hätte man sich sparen können. Und ich hätte diese E-Mails alle gar nicht lesen müssen. Aber bis zum 4. Juli dieses Jahres wusste ich das ja nicht. Nebenbei hat auch der Fundamentalsatz der Arithmetik ein, Achtung Wortspiel, fundamentales Problem. Ich habe mich nicht getraut, nach dem Problem zu fragen. Wahrscheinlich würde meine kleine Mathematikerwelt komplett zusammenbrechen. Das Thema Riemann will ich damit für dieses Video zumindest abschließen. Aber wenn Sie Lust haben, kann ich Ihnen noch eine Art Best-of zu den anderen am Anfang genannten Punkten zeigen. Ich fange jedoch mit zwei kleinen Bonbons an, in denen es gar nicht um populäre mathematische Sätze geht. Am 25. September 2020 bat mich ein Herr Z., eine von ihm entwickelte Theorie zu evaluieren. Die Details erspare ich Ihnen. Es sei nur erwähnt, dass es Herrn Z. gelungen ist, die Quantentheorie zu widerlegen. Da ich ohnehin kein Physiker bin und auch aus Prinzip, habe ich ihm nur meine Standardantwort geschickt, in der ich unter anderem auf Zeitmangel hinweise. Ich dachte, damit sei die Sache erledigt, aber nach über 2 Monaten meldete er sich wieder und bot mir 20 Euro an, damit ich mich mit seiner Theorie befasse. Liebe Leute, es mag sein, dass ich bestechlich bin, aber so schlecht werden Professoren in Hamburg nun auch nicht bezahlt, dass ich bei 20 Euro schwach werde. Da müssen schon ein paar Nullen mehr sein. Und die hier ist auch schön. Ein Herr M. schreibt mir, er habe vor etwa 16 Jahren mal eine Prüfsumme verwendet, wisse aber nicht mehr, wie die zustande kam. Das soll ich Ihnen jetzt sagen. Irgendwie ist es ja auch ganz rührend, was man mir alles zutraut. Eine halbe Stunde später schreibt Herr M. übrigens noch hinterher, ich möge das bitte sehr vertraulich behandeln. Tja, zu spät. Nein, Herr M., keine Angst. Sie sehen ja, dass ich die Prüfsumme geändert habe. Ganz so gemein bin ich dann doch nicht. Jetzt aber mal wieder ernsthafte Mathematik. Herr F2, Rentner, hat etwas entdeckt und damit kann man Fermat wohl in Teilen beweisen. So ganz sicher scheint er sich nicht zu sein. Ganz sicher ist er sich auch bei meinem Namen nicht und lobt zudem meine Java-Programme, die allerdings in meinem Video so gut wie nie vorkommen. Na gut, macht nichts. Was ist denn nun mit Fermat? Im Anhang sei ein Foto. Das solle ich aber vertraulich behandeln. Und weil er mir wohl nicht so viel zutraut, werde ich im PS nochmal daran erinnert, dass ich den Anhang öffnen soll. Das Foto ist, Trommelwirbel, ein unscharfes Foto eines Fotos von mir, auf das diese Gleichung hier kopiert wurde. So viel zu vertraulichen Dingen, die man mir schickt. Zumindest in diesem Fall habe ich aber ein reines Gewissen. Wie man damit Fermat beweisen kann, will sich mir jedenfalls nicht erschließen.
Und wenn Sie Lust haben, dann rechnen Sie mal nach. Falsch ist es nämlich auch noch. Nun zu einem ganz speziellen Fall, Herrn S3. Der schreibt mir eine sehr lange Mail, die ich in ihrer vollen Wucht erst während der Vorbereitung zu diesem Video richtig zu würdigen lernte. Weil der Text so umfangreich ist, fasse ich den Inhalt zusammen. Zuerst stellt sich Herr S3 vor. Er ist zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt, studierter Informatiker, verheiratet und hat zwei Kinder. Herr S3 schreibt noch viel mehr über sich. Seine Frau, seinen Beruf, sein Studium, sein Freizeitverhalten und sogar seine Essensgewohnheiten. Aber ich will das hier allein schon zur Bewahrung der Anonymität nicht alles ausbreiten. Sagen wir einfach, es scheint sich um einen sympathischen jungen Mann zu handeln, der mitten im Leben steht. Herr S3 interessiert sich laienhaft, wie er sagt, für mathematische Themen. Das kann ich nur begrüßen. Ich freue mich über jeden, der sich unabhängig vom Niveau freiwillig mit der Mathematik beschäftigt und daran Spaß hat. Herr S3 gibt auch ganz offen zu, dass es mit seinem Verständnis nicht so weit her ist. Beispielsweise schreibt er, dass er Beweise oft nicht versteht, beziehungsweise gar nicht so genau sagen kann, wie ein richtiger Beweis auszusehen habe. Das macht natürlich auch nichts, wenn man sich nur aus Spaß an der Freude mit der Mathematik beschäftigt. Nun aber kommt er langsam zu seinem Anliegen. Er hat sich Ziele fürs Leben gesetzt und eines davon ist, er will eine wissenschaftliche Leistung erbringen. Wenn Sie mich fragen, ein sehr nobles Ziel. Klingt auf jeden Fall viel besser als mein Haus, mein Auto, mein Boot. Beim Nachdenken darüber, welche wissenschaftliche Leistung es denn sein soll, hat Herr S3 sich überlegt, dass er mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Für einige seiner Lebensziele, die ich leider trotz seiner sonstigen Offenheit nicht kenne, wäre Geld hilfreich. Und für die Millennium-Probleme ist ja jeweils ein Preis von 1 Million ausgesetzt. Der Plan ist damit klar. Eins von diesen Problemen lösen und das gewonnene Geld für die anderen Ziele einsetzen. Herr S3 geht die Sache sehr zielstrebig an und liest unter anderem den Klassiker Schule des Denkens von Georges Puglia, in dem es um das Lösen von mathematischen Problemen geht. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig das richtige Buch für die Millennium-Probleme, aber es ist zumindest ein Anfang. Puglias erster Rat ist, man muss die Aufgabe verstehen. Das nimmt sich Herr S3 zu Herzen und stellt fest, dass er 6 der 7 Millennium-Probleme beim besten Willen nicht versteht. Das PNP-Problem glaubt er allerdings zu verstehen. Jedenfalls hat er im Studium die Sache mit den Turing-Maschinen verstanden. Darum ist die Entscheidung gefallen. Das PNP-Problem soll gelöst werden. Nun kommen ihm jedoch Bedenken. Wenn er das Problem löst, dann wird er auf einen Schlag berühmt. Er muss in der Welt herumreisen, Preise in Empfang nehmen, Vorträge halten, Interviews geben. Das will er alles nicht. Es geht ihm nicht um den Ruhm, sondern nur um die wissenschaftliche Ehre. Das macht ihn noch sympathischer. Er hat sich überlegt, dass er eine Art Strohmann bräuchte. Jemanden, der die Lösung von S3 unter seinem Namen publiziert und ersatzweise für ihn den ganzen Öffentlichkeitsrummel erledigt. Außerdem wird Herrn S3 klar, dass er auch so etwas wie einen Mentor braucht. Er kann zwar ein bisschen LaTeX, weiß aber nicht, wie man mathematische Fachartikel schreibt. Da soll der Mentor helfen. Außerdem würde der ihm ab und zu quasi über die Schulter schauen und den Fortgang der Arbeit kritisch begleiten. So würde, ich zitiere wörtlich, über eine gewisse Zeit hoffentlich ein richtig cooles Paper entstehen. Der grobe Plan steht damit und Herr S3 ist auch nicht gierig. Ihm reicht 1/3 der Million. Strohmann und Mentor erhalten auch jeweils diesen Anteil. Ihm ist es auch recht, wenn jemand beide Jobs übernimmt und 2/3 des Preisgeldes einstreicht. Womit wir endlich zu dem Grund kommen, diesen Plan an mich zu schicken. Herr S3 will wissen, was ich davon halte und ob ich willens wäre, den Job des Mentors zu übernehmen. Sie ahnen schon, dass ich einfach rüde meine Standardantwort abgeschickt habe. Da ich mir das aber nun noch einmal, vielleicht zum ersten Mal richtig durchgelesen habe, will ich heute etwas ausführlicher antworten. Vielleicht schaut Herr S3 ja zu. Da die Medien bisher nicht über die Lösung des PNP-Problems berichtet haben, besteht zudem die Möglichkeit, dass er immer noch auf der Suche nach einem Mentor ist. Also, was halte ich von dem Plan? Eigentlich alles prima und gut durchdacht. Man sollte immer mit einem vernünftigen Plan an so eine Sache rangehen. Allerdings scheint mir, dass es in der Mitte eine Lücke gibt. Ungefähr zwischen der Auswahl des Problems und der Preisverleihung. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Will ich dieser Mentor sein? Natürlich müssten wir die Details vorher klären, aber ich könnte mir sogar vorstellen, Mentor und Strohmann in einer Person zu sein. Ich habe jedoch eine Bedingung. Bezahlt wird im Voraus. Denken Sie drüber nach, Herr S3. Von den noch ungelösten Problemen nun wieder zu gelösten. Leider werden die Indizes inzwischen etwas lästig, weil so viele Nachnamen mit S anfangen. Wir kommen zu Herrn S4. Falls Sie sich wundern, warum ich Brief in Anführungszeichen setze, Herr S4 gehört zu den Menschen, ich erlebe das öfter, die einem eine Mail schicken, in der nur siehe Anhang steht. Im Anhang findet man dann ein Word- oder PDF-Dokument mit dem eigentlichen Text, der auch in der E-Mail hätte stehen können. Mein Verdacht ist dabei immer, dass jemand noch nicht ganz im Internetzeitalter angekommen ist.
Aber egal. Herr S4 ist pensionierter Ingenieur aus Österreich und hat sogar ein Wappen im Briefkopf, das ich Ihnen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes leider nicht zeigen kann. Auch nicht das Foto von ihm, das sich auch in der Anlage befindet, mit der stolzen Bildunterschrift Verfasser einer geschlossenen Primzahl-Zwillinge-Theorie. Aber ich greife vor. Wie ich dem Anschreiben entnehme, traute Herr S4 seinen Augen nicht, als er einen Vortrag von mir sah, weil ich dort behauptete, das Problem der Primzahl-Zwillinge sei ungelöst. Er befasst sich nämlich seit mehr als 50 Jahren mit diesem Thema und ist stolz darauf, der einzige Mensch auf diesem Planeten zu sein, der eine vollständige und umfassende Theorie zu Primzahl-Zwillingen kennt. So gesehen tut es mir natürlich leid, lieber Herr S4, dass ich Sie mit meinem Video so aus der Fassung gebracht habe. Ich möchte aber vorsichtig zwei kleine logische Probleme anführen, die ich mit Ihrer Einleitung habe. Erstens, wenn Sie sich seit über 50 Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, dann sollten Sie doch eigentlich schon mal mitbekommen haben, dass gemeine Feld-, Wald- und Wiesenmathematiker wie ich das Problem für ungelöst halten. Ich würde Ihnen jedenfalls raten, sich von YouTube in Zukunft fernzuhalten. Wenn Sie dort noch mehr Videos schauen, werden Sie Ihren Augen bald überhaupt nicht mehr trauen. Mein zweites logisches Problem ist, wenn Sie doch selbst sagen, dass Sie der einzige Mensch auf dem Planeten sind, der die Lösung kennt, wieso fallen Sie dann aus allen Wolken, wenn Sie erfahren, dass ich die Lösung nicht kenne? Doch lassen Sie uns diese Petitessen vergessen. Herr S4 möchte seine Erkenntnisse gerne allen Mathematikern zugänglich machen. Aber die Dickköpfe wollen nicht. Um Herrn S4 zu zitieren, alle Experten sind offenbar nur mit sich selbst beschäftigt. Darum ist er nun auf die Idee gekommen, dass ein FH-Professor im fernen Hamburg das für ihn erledigen könnte. Wieso er 50 Jahre brauchte, um auf mich zu kommen, mag zunächst verwundern, aber ich kann es mir schon zusammenreimen. Hätte er mich damals bereits kontaktiert, dann wäre ich noch nicht einmal in der Grundschule gewesen. Da hätte ich nicht viel für ihn erreichen können. Aber was kann ich jetzt für ihn tun? Er legt großen Wert darauf, dass sein Name mit der Theorie verbunden bleibt. Heißt aber im wirklichen Leben nicht S4. Für mich ein Gewissenskonflikt. Ich löse das Dilemma, indem ich die mir zugesandte Ausarbeitung hier bis auf minimale Kürzungen komplett veröffentliche. Sie werden denken, das sei wieder ein typischer Weizscher Vertrauensbruch. Aber Sie werden noch sehen, dass dem nicht so ist. Fangen wir vorne an. Unter den Zahlen bis 1 Million befinden sich 8.167 Primzahlzwillinge, schreibt er. Herr S. berechnet daraus einen Anteil von 1,63%. Ich hätte ein anderes Ergebnis erhalten, aber er ist Ingenieur und Ingenieure können nach meiner Erfahrung oft besser rechnen als Mathematiker. Dass Herr S4 aber von einem ganz anderen Kaliber als ich ist, erkennt man daran, dass er aufgrund der vorliegenden Daten auf den Anteil der Primzahlzwillinge an allen natürlichen Zahlen schließen kann. Da wäre ich kleines Licht nie drauf gekommen. Nun der nächste Schritt. Das wichtigste Kriterium bei der Beurteilung von Primzahlen ist die letzte Ziffer. Auch da sieht man, wie das Studium der Mathematik unser Eins verblöden lässt. Ich hätte gesagt, dass diese Ziffer nur der Darstellung im Dezimalsystem geschuldet ist, eine Zahl aber auch dann noch Primzahl bleibt, wenn man sie binär oder im römischen Zahlsystem aufschreibt. Herr S4 sieht einfach Dinge, die ich niemals sehen werde. Die Primzahlzwillinge werden nun nach Endziffern klassifiziert. Das verstehe sogar ich. Dann geht es ans Eingemachte. Man kann, bis auf wenige Ausnahmen, Bildungsformeln für die drei Klassen angeben. Den Beweis kann Herr S4 nachliefern, ist aber nicht nötig. An dieser Stelle kann ich Ihnen erklären, warum ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das alles verrate. Es muss vor ein paar Jahren jemand bei Herrn S4 eingebrochen sein. Und der hat seine Theorie aus dem Tresor gemopst und sie auf Wikipedia eingestellt. Da steht das nämlich alles schon seit längerer Zeit. Ich verrate also nichts wirklich Neues. Und alles hat Herr S4 mir auch nicht verraten. Er verweist nämlich nun auf den sehr eleganten Teil 2 der Theorie. Ein sehr eleganter Cliffhanger. Zum Glück hat er jedoch ein Einsehen und enthüllt noch im ersten Teil das Glanzstück seiner Theorie, den Beweis, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Der ist so kurz, dass es nicht einmal für einen vollständigen deutschen Satz reicht. Aber jedenfalls ist die Katze nun aus dem Sack. Kleingeister könnten hier bemäkeln, dass das kein Beweis sei, weil es doch gerade darum gehe, zu zeigen, dass die besagten Folgen wirklich unendlich seien. Aber das sind nun wirklich Kinkerlitzchen. Herr S4 geht am Ende auch noch mit drei Sätzen auf die Goldbachsche Vermutung ein, gibt aber bescheiden zu, das Problem bisher noch nicht ganz gelöst zu haben. Da fehle noch ein außergewöhnlich großer Geistesblitz. Was er nicht weiß, den Geistesblitz hatte schon jemand, und zwar Herr T2. Ich war beim ersten Lesen seiner Mail kurz irritiert, weil er konsequent von der Goldlachschen Vermutung schreibt, aber ich nehme inzwischen an, dass das ein Witz für Insider ist. Nach seiner Beschreibung zu schließen, meinen wir wohl beide dieselbe Sache. Herr T2 schickt mir einen Screenshot einer Website namens Mathe Retter, auf der erklärt wird, warum die 1 angeblich keine Primzahl sei.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch schon mal ein Video gemacht habe, in dem ich diese alte Mär ungeprüft weitergegeben habe. Im Gegensatz zu mir hat Herr T2 erkannt, dass hier der eigentliche Logikknoten liegt. Und wie damals Alexander der Große durchschlägt er ihn einfach. Weil dadurch, wie wir gleich sehen, eine völlig neue Situation vorliegt, verdient die auch einen neuen Namen. Es geht ab nun um die Primärfaktorzerlegung. Nehmen wir einfach an, 1 sei eine Primzahl. Schon erweist sich die Gold-Lachsche Vermutung im Überfluss. Hier die Begründung. Man muss das auf sich wirken lassen, darum werde ich das jetzt nicht vorlesen, sondern Sie halten besser das Video an. Ich will nur kurz anmerken, dass es jetzt Primzahlen, Primärzahlen und die primärste Primärzahl gibt. Man muss das schon konzentriert lesen. Das war aber noch nicht alles. Hier sind noch ein paar Folgerungen aus dieser neuen Theorie. Beispielsweise, dass nach der 1 die 2 folgt. Wie gesagt, lassen Sie das in Ruhe auf sich wirken. Ich habe Zeit. Sie werden bemerkt haben, dass ganz unten auf einmal Pi, Sie wissen ja, die Zahl der Schließung, auftaucht und es dann an der spannendsten Stelle aufhört. Das ist nicht meine Schuld, sondern Herr T2 hat seine Ausführungen dort abgebrochen. Wieder ein raffinierter Cliffhanger. Leider war ich damals so vermessen, einfach wieder mit meiner schon x-mal verwendeten Standardantwort zu reagieren. Aber Herr T2 hatte mich durchschaut. Schon eine halbe Stunde später hob er warnend den Zeigefinger und wies mich wohlmeinend darauf hin, was ich alles verpassen würde, wenn ich seine Gedanken nicht durchdringen würde. Ich sehe diese Gefahr inzwischen auch. Andererseits ist mein Problem, dass es so viele Probleme und so viele Lösungen gibt. Als die wahrscheinlich endgültige Lösung der Goldbachschen Vermutung bei mir eintraf, grübelte ich eventuell immer noch über die Lösung des Kollatz-Problems nach, die ich im Jahr vorher von Herrn K2 erhalten hatte. Auch er hat eine Art logischen Knoten durchschlagen und als erster Mensch erkannt, dass man die Vermutung nicht für alle natürlichen Zahlen, sondern nur für die ersten 10 beweisen muss. Das ist ja das Schöne an der Mathematik. Wenn man den richtigen Ansatz, die geniale Idee hat, dann fühlt sich auf einmal alles so leicht und folgerichtig an. Lediglich bei der mathematischen Schreibweise musste ich kurz grübeln. Erst dachte ich, der Strich stehe für das Potenzieren, aber dann wäre 10-0 ja 1 und nicht 0. Rätselhaft. Aber das kann man sicher noch aufklären. Die entscheidende Beobachtung ist jedenfalls, dass jedes Vielfache einer Zahl mindestens dieselben Eigenschaften hat wie die Zahl selbst. Da ich das nun verstanden habe, gebe ich auch mal selbst zwei Beispiele. 7 ist eine ungerade Zahl und 42, ein Vielfaches von 7, ist auch ungerade. Oder 7 ist eine Primzahl. Deshalb ist 42 auch eine Primzahl. Und so weiter. Mit dieser einfachen wie genialen Schlusstechnik kann man sicher noch ganz andere große Probleme lösen. Wie Herr K2 mehrfach betont, muss eigentlich nichts mehr bewiesen werden, aber für die Nachwelt zeige ich Ihnen noch, wie es weitergeht. Lassen Sie sich nicht dadurch verwirren, dass 10-0 nun auf einmal nicht mehr 0, sondern 10 ist. Wie ich schon sagte, wird sich das sicher klären lassen. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, die wesentliche Beweisidee haben die fortgeschrittenen Zuschauer erfasst. Herr K2 fragt ganz am Ende seiner Mail übrigens, ob diese Art der Beweisführung eventuell mathematisch nicht korrekt sein könnte. Ich glaube, da muss er sich keine Sorgen machen. Die richtige Einstellung bezüglich solcher Zweifel scheint mir da Dr. C., ein Ingenieur, zu haben, der mir im Januar dieses Jahres seine Lösung der Winkeldreiteilung schickte. Er lässt sich nicht von den konservativen Mathematikern einengen, die nicht von ihren alten Zöpfen lassen wollen. Der Beweis von Pierre Broncel, dass die Winkeldreiteilung nicht möglich ist, stammt von 1837. Das ist fast 200 Jahre her. Irgendwann ist auch mal gut. So eine Aussage kann nicht ewig richtig sein, nur weil sie irgendwann mal bewiesen wurde. Ein Brot gibt's ja auch nicht mehr für eine Mark. Nebenbei muss ich Dr. C. für sein ausgesprochen schönes PDF loben, das er mir schickte. Ein kleiner Ausschnitt davon unten rechts. Sowas bekommt man leider nicht immer. Und ja, ich meine insbesondere Sie, werter Herr H3, und Ihre geometrischen Konstruktionen, die Sie mir am 20. August 2018 geschickt haben. Ich kann verstehen, dass sich große Mathematiker nicht mit Bagatellen abgeben wollen, aber musste es wirklich ein Anhang sein, der aus 36 Einzeldateien besteht? Man hätte die 14 Word-Dateien auch zu einer zusammenfassen und die 22 JPEGs dort einfügen können. Das hätte auch den Vorteil gehabt, dass ich wüsste, in welcher Reihenfolge das alles zu lesen ist, wenn ich es vielleicht doch mal lesen will. Und wenn ich schon bei Stilfragen bin, Herr M2 oder M3, ich bin inzwischen etwas durcheinander, vom 6. September 2021, ich hätte hier auch Ihre Lösung der Kollatz-Vermutung zeigen und Ihnen ein kleines bisschen Berühmtheit schenken können. Aber dass Sie eine Kopie der Lösung an Harald Lesch geschickt haben, weil der angeblich integer ist und man mir vielleicht nicht trauen kann, hat mich doch ein bisschen getroffen. Sie könnten jetzt damit argumentieren, dass dieses Video zeigt, dass Ihr Verdacht gerechtfertigt war, aber das wäre eine billige Retourkutsche, oder? Jedenfalls bin ich grundsätzlich kein Freund davon, wenn mir jemand eine Mail schickt, die gleichzeitig noch diverse andere Adressaten hat, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen.
Sowas macht man aus verschiedenen Gründen einfach nicht. Nur Herrn A. vom 18. September 2020 will ich da ein bisschen in Schutz nehmen, weil er die Mail über seine bahnbrechende neue Theorie der Primzahlen gleichzeitig an mich und an Peter Scholze geschickt hat. Da fühlte ich mich ein bisschen gebauchpinselt. Für heute will ich aufhören, obwohl ich noch viele solcher Beweise hätte. Aber wie ich am Anfang schon sagte, habe ich eigentlich gar keine Zeit für sowas. Dieses Video ist nur meine Art zu prokrastinieren. Sollten Sie Geschmack an der Sache gefunden haben, dann empfehle ich die Bücher von Underwood Dudley, der sich eingehend mit Winkel-Dreiteilern und anderen mathematischen Wunderheilern beschäftigt hat. Dass das Phänomen nicht neu ist, zeigt das Buch A Budget of Paradoxes, das auf Texten von Augustus de Morgan aus dem 19. Jahrhundert beruht. Zum Schluss vielleicht noch ein paar ernstere Worte. Ich möchte durch dieses Video um Gottes Willen niemanden davon abhalten, sich mit mathematischen Fragen zu beschäftigen. Wer meine Videos kennt, weiß ja wohl, dass ich eher mehr Leute dazu bringen will, das zu tun. Aber lassen Sie die Finger von den großen Problemen. Sie werden sie nicht lösen. Und die Millionen bekommen Sie auch nicht. Das ist wirklich hoffnungslos. Ich wäre bereit, viel Geld darauf zu wetten, dass keines der am Anfang genannten Probleme eine Lösung hat, die sich auf ein paar Seiten mit Schulwissen erledigen lässt. Und alles, wirklich alles, was mir an angeblichen Beweisen geschickt wird, besteht aus nicht viel mehr als den 4 Grundrechenarten. Es gibt sehr, sehr viele schöne Bücher mit mathematischen Problemen auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Ich habe hier recht wahllos mal ein halbes Dutzend herausgegriffen. Damit kann man sich gewinnbringend den Rest seines Lebens beschäftigen, wenn es einem nur um den Spaß an der Sache geht. Sollten Sie aber wie Herr S3 davon träumen, sich einmal im Leben durch eine in einer Fachzeitschrift publizierte Arbeit zu verewigen, dann habe ich noch einen weiteren kostenlosen Tipp für Sie. Oft schreiben mir Menschen, die meinen, sie hätten ein großes Problem gelöst, sie wüssten aber nicht, wie Fachartikel aussehen und wie man die schreibt. Dazu würde ich sagen, wenn Sie noch nie einen Fachartikel gelesen haben, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass Sie etwas herausgefunden haben, das publikationswürdig ist. Aber wenn Sie wirklich meinen, Sie hätten da etwas und dem Durchbruch stünden nur formale Gründe im Wege, dann suchen Sie sich im Internet eine Studentin oder einen Studenten der Mathematik und bezahlen Sie ein paar Euro dafür, dass die ihr Laborat auf den richtigen Weg bringen. Aber schicken Sie es nicht mir. Und während ich im Hintergrund Werbung zeige, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, noch ein ganz ernstes Wort zum Schluss. Ich glaube, und vielleicht haben Sie beim Zuschauen den Verdacht auch schon gehabt, dass einige der Menschen, die mir so etwas schicken, psychische Probleme haben. Und dabei habe ich einige der extremsten Beispiele bereits weggelassen. Ich glaube aber auch, dass ich das erstens im Einzelfall nicht beurteilen kann und dass es zweitens auch keine Möglichkeit gäbe, daran mit einer wie auch immer gearteten Antwortmail meinerseits etwas zu ändern. Und ich glaube, dass ich mit diesem Video niemandem Schaden zufüge, sonst hätte ich es nicht gemacht.